Ja, ein Wunder, der Chris Live mal wieder hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, mir ging es extrem schlecht, mir geht es bis heute nicht wirklich viel besser. War ein paar Tage im Krankenhaus, pipapo. Meine Werte werden immer noch kontrolliert, auch wenn ich mich so ein bisschen davor drücke. Aber heute soll es mal wieder ein Video geben. Trotz allem wünsche ich euch in den nächsten Minuten viel Vergnügen. Ich bin noch etwas krank. Ich hoffe, es wird alles wieder schnell. Und ja, ich hoffe, es wird alles besser. Die Leberwerte haben sich nur minimal verbessert. Nur deswegen musste ich nicht in eine Spezialklinik, ja. Jetzt wollte ich aber erstmal zu den Sachen kommen, die ich euch heute vorstellen will. Und als allererstes ist das Fruit Ninja. Und Fruit Ninja könnt ihr euch runterladen für 79 Cent oder jetzt auch als Light-Version für die Leute, die sagen, ich möchte erstmal gucken, wie das eigentlich so ist, gibt es eine Light-Version von Fruit Ninja, die ihr einfach mal anzocken könnt. Ihr seht, ich habe das hier eben schon mal offen gehabt. Ich gehe jetzt hier einfach mal zurück. So sieht das aus, wenn ihr das gestartet habt. Ihr könnt dann hier auf New Game gehen. Klar, wenn ihr online spielen wollt, müsst ihr euch natürlich die Vollversion holen. Das ist klar, ne? Aber ihr könnt hier das klassische Fruit Ninja einfach mal spielen und testen. Und euch selber von diesem geilen Fun-Spiel überzeugen. Wichtig ist, dass ihr die ganzen Bomben natürlich nicht trefft. Wenn da so eine Bombe hochkommt, solltet ihr die nicht unbedingt treffen. Also ihr könnt das einfach mal selber testen. Fruit Ninja macht total viel Bock. Gibt es jetzt als Light-Version quasi mal so zum Testen. Muss ich auch nicht viel mehr zu sagen, teste das einfach mal. Ja. Für alle, die sagen, Fruit Ninja, will ich einfach mal so ein bisschen Früchte killen. Für alle die ist das eine super App. Seit 2 Tagen läuft wieder 12 Tage. Das kennt der ein oder andere noch von letztes Jahr. Vom 26. Dezember bis, ich glaube, 6. Januar oder so bekommt ihr von iTunes jeden Tag etwas geschenkt. Gestern war es fettes Brot und heute ist es. Wir sind schon bei Tag 3. Oh, heftig. Gestern war es fettes Brot. Habe ich mir runtergeladen und also an dem ersten Tag war es fettes Brot. Am zweiten Tag war es. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es noch in iTunes habe. Und heute ist es Xewenadu. Xewenadu. Gott, habe ich trotzdem nur eben Schluck trinken. Ich brauch dich, da könnt ihr euch diese 2 Tracks kostenlos runterladen. Die bei euch mit drin. Ich glaube, ich kann hier mal gucken. Unter Einkäufe können wir dann mal gucken, was ich runtergeladen habe die letzten Tage. Und da können wir dann halt auch sehen, was die letzten Tage. Genau, Stromberg war das. 2 Folgen Stromberg waren das, die ich mir hier gesichert hatte. Die gab's hier, das absolute Hammer. 2 Folgen Stromberg gab's gestern. Also wahnsinnig genial. Spielt er gerade nicht ab, warum auch immer. Auch nicht so wichtig. Also jeden Tag bekommt ihr von iTunes was geschenkt, 12 Tage lang, vom 26. Dezember bis 6. Januar solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also so ist Weihnachten dann noch nicht ganz vorbei quasi, denn iTunes schenkt euch bis 6. Januar jeden Tag ein Geschenk und heute sind es 2 Songs von Xewenadu. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Ladet euch das gerne kostenlos runter und dann dadurch könnt ihr dann jeden Tag kostenlos etwas aus dem iTunes Store herunterladen. Ja, und das soll es heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis bald, ihr Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, euer Chris. Tschüss und ciao.